Der Klaus wirft hier zwei Briefe ein, die sind vom Jimmy verfasst, Jimmy, oder? Also einer ist von mir, das ist ein persönlicher Brief, also nicht im Zusammenhang mit der Mahnwache. Mit der Mahnwache schon, aber nicht die Leuchtturm. Und Jimmy ist immer das Gleiche, nämlich die Aufforderung, doch ins Gespräch zu kommen im Wesentlichen. Und jetzt wirfst du die beiden Briefe hier direkt bei dem Briefkasten ein. Genau. Und dann haben wir wenigstens hier den Videobeweis, dass die wirklich eingeworfen wurden. Also bestreiten, dass sie angekommen sind, kann dann zumindest keiner. Okay. Klaus, wir beobachten dich. Okay, tu deine Pflicht. Klar. Also zwei Briefe an den Bayerischen Rundfunk. Einer von Klaus, einer von Jimmy Gerum werden jetzt hier in den Briefkasten des BR eingeworfen. An die Intendanz des BRs und sie sind drin, wir haben es gesehen, hier, Bayerischer Rundfunk, Ausreden zwecklos. An die Intendanz, hier wird es auch nochmal festgehalten, alles im Lot. Damit wollte ich mich jetzt nochmal kurz melden, das ist ja auch gut, da werden Briefe geschrieben an die Intendanz, da wird viel gemacht, es wird geklagt, hoffen wir und schauen wir mal, wie es ausgeht, ob wir wirklich unsere Medien wieder zu unseren Medien machen können und irgendwann wieder die Nachrichten einschalten und sagen, jetzt sind wir informiert, das können wir glauben und nicht da vorgefertigte Sachen. Es sind ja viele Sender wie der MDR, wo schon die Mitarbeiter selbst rauskommen und sagen, wir wollen das nicht mehr, dass wir da im Korsett berichten dürfen, nur Auch im Bayerischen Rundfunk gibt es an die 300, die nicht mehr einverstanden sind, das weiß ich, das wurde mir mitgeteilt. Und jetzt sind zwei Briefe eingeworfen, eine von Jimmy, eine von Klaus, wieder an die Intendanz. Schauen wir mal, wir hoffen, dass dieser Feldzug, um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder öffentlich-rechtlich zu machen, Erfolg trägt und spätestens am nächsten Mittwoch nach dieser Verhandlung um 11 Uhr vor dem Verfassungsgericht hier in München, werden wir vielleicht schon ein bisschen was sagen können, wie die Tendenz ist. Also man hat da noch nicht viel Hoffnung, dass da nächste Woche eine bahnbrechendes Ergebnis rauskommt, aber zumindest eine Tendenz wird man erkennen können und eine Argumentation wird man sehen, sowohl vom Gericht als auch natürlich von den Beklagten in Richtung Medien und GEZ. So, damit machen wir hier wieder kurz Schluss. Hier hat sich ja so nicht viel geändert. Die Menschen stehen weiter hier, verteilen die Flyer, machen aufmerksam den Straßenverkehr mit dem wunderbaren großen Leuchtturm ARD-Transparent, das gerade eingesammelt wird. Ich schaue mal, wie spät ist es denn? Haben wir es schon wieder geschafft? Es ist 19 Uhr. Ich denke, es ist gleich vorbei. Haben wir zum Ende nochmal einen schönen Einstieg gekriegt. Die Geschichte ist jetzt vorbei. Leuchtturm ARD, Mahnwache heute am Donnerstag ist damit beendet. Und danke für alle, die da waren, danke für alle, die zugeschaut haben und danke für alle, die weiter dafür auf die Straße gehen, auftreten, Gesicht zeigen, dass wir diese katastrophale Situation, die wir momentan haben hier in Deutschland und in Europa und sogar weltweit in den Griff kriegen und wieder sagen können, hurra, wir können wieder unser Leben leben, ohne diese ganzen Geiselungen, Einschränkungen, Maßnahmen, schrecklichen Vorfälle, die wir da immer wieder erleben, dass wir wieder einfach unser Leben leben können. Ob jetzt mit Virus oder ohne, es gibt so viele Krankheiten, so viele Viren, da müssen wir eh damit leben, aber leben möchte ich persönlich nicht mit der Situation, die hier abgeht, mit der Spaltung, mit der Feindschaft, die sogar in die Familien reinkommt, mit Pro und Contra, Gentherapie etc. etc. Ich möchte wieder, dass wir alle zusammenhalten, friedlich sind und ein schönes Leben leben können. Vor allem hoffe ich das im Namen meines vierjährigen Enkels, meiner Töchter und auch natürlich ein bisschen mir, weil ein paar Jahre habe ich ja noch. Und die möchte ich auch mit Spaß und Freude verbringen und nicht mit Angst und schlechten Gefühlen, weil die Situation hier so katastrophal ist. Danke, pfiat euch, servus hier von der Mahnwache, leuchtturmard.de vor dem Bayerischen Rundfunk heute am Donnerstag. Wir sehen uns spätestens nächsten Mittwoch. Zwinker-Smiley.